Die News der Woche Nummer 16, das sind die Teams für heute. Wer hat in der Fußballmeisterschaft dieses Jahr gewonnen? Das Juve steht vor der Tür, das Nürnberger Volksfest ist zu Ende. Das Volksfest steht zu Ende in Nürnberg. 14 Tage mit dem Duft von Lebkuchen, Frische, Fleisch und Bier. Was auch nicht verdächtig werden darf, sind die Fahrgeschäfte. Ich wollte mich eigentlich mal umschauen, was eigentlich so hinter die Kulisse passiert, und durfte an einer Führung in Nürnberg teilnehmen. Es ist nicht nur ein Audio-Beitrag. Hört rein. Guten Tag. Wie ich heiße, sieht man hier. Ich heiße Ivona Lompart. Und man hört aus, dass ich nach Nürnberg importiert bin. Das ist die Geschichte, die mit Krakau in Verbindung steht, ist meine frühere Heimat. Krakau ist Partnerstadt von Nürnberg seit 45 Jahren. Und aus diesem Grund, aus dieser Verbindung, bin ich hier beruflich gelandet. Wenn man Freizeitparks anschaut, dann schon beim Eingang steht eine Kasse. Und überhaupt kann man zuerst auch nicht kostenlos schauen. Hier ist anders. Hier ist anders und dieses Risiko von Unternehmen ist auch da. Ein paar Dinge sind schon gelaufen bis heute, zum Beispiel ein griechischer Tag, weil die Partnerschaft mit Kavala, griechischer Stadt, auch ein Jubiläum in diesem Jahr hat. Also Griechen haben hier die Tänze präsentiert und zum Beispiel die Götter, griechische Götter aus Olymp, sind hier von oben gefahren und haben die Leute bespaßt. Wir gehen in das Familienfest und unsere erste Station wird gleich gegenüber sein, bei der Losbude. Die Situation ist immer gleich, also die mit einem Aufzug gehen die Wegen hoch, das ist Kettenaufzug technisch, und dann fallen sie runter mit bestimmter Geschwindigkeit. Meistens haben wir die Geschäfte etwa 11 bis 20 Meter hoch, und Ursprung von dem Ding ist ganz weit in Napoleonzeit gewesen in Russland. Die Lieblingsplätze für die Partys sind auch da, sehe ich mal leider Gottes. Ob ich Ihnen jetzt alles von hier zeigen kann, einiges schon. Ja, weil Müllereis, eine relativ alte, alteinsessene Familie ist, haben sie auch alte Wohnwegen oder Geschäftswegen. Sie sehen diese runden Dächer bei den Wegen. Das sind die Ältesten, die noch unterwegs sind. Und die Eckigen, da sind so links manche, die etwas größer sind. Warum können wir das unterscheiden und wofür? Und zwar bis Anfang 90er Jahren waren die Wege noch auf Schienen unterwegs und die mussten in die Tunnels passen von Bahn. Ja? Guten Tag. Ja, das war der Audiobeitrag, ja, ein kleiner Ausschnitt aus dem dann Beitrag, oder auch den, was ich aufgenommen habe. Habt ihr selber Lust, ein Teil von der Führung mal zu sein, dann tragt euch den Termin 23.08. bis zum 8.09. ein, jeweils am Sonntag um 13 Uhr oder 14 Uhr, oder schaut da einfach auf die Webseite vom Nürnberger Volksfest vorbei, dann bekommt ihr auch da die neuesten Informationen. Der Treffpunkt ist
am Eingang der Bayernstraße Nürnberg. Ja, wir haben dieses Jahr einen neuen Fußballmeisterschaft. Nicht mehr Bayern München, sondern Bayern Leverkusen hat am 14.04.2024 gegen Werder Bremen 5:0 gewonnen und kann somit auch nicht mehr eingeholt werden. Somit ist hier erstmal Pause, bis die EM bald im Juni startet. Am kommenden Freitag ist es soweit. 40 FilmemacherInnen drehten gemeinsam jenseitig wieder auf der Leinwand im Cinecittà jenseitig an. Es werden wieder Kurzfilme von einer Minute bis 30 Minuten Filme laufen von verschiedenen Filmemacher aus Mittelfranken. Wir sind wieder vor Ort und werden euch die Eindrücke natürlich einfangen und auch sagen, wer von den ganzen TeilnehmerInnen einen Preis bekommen hat. Und ja, ich freue mich schon relativ. Ich habe dieses Jahr keinen Film eingereicht. Ich bin mal einfach so. Ich berichte vom Veranstaltung. Aber vielleicht wird ich nächstes Jahr wieder etwas. Damit sage ich aber erstmal, hab eine schöne Woche. Schöne Woche und ja, einen kompletten Beitrag vom Volkfest Nürnberg wird ich dann laufe der nächsten Woche hier auf den Kanal geben. Damit sage ich erstmal euch noch einen wunderschönen guten Tag. Macht gut, bleibt gesund. Wir sehen uns bis bald. Bye bye. Ciao. Bis in einer Woche. Ciao.